Moin Leute und herzlich willkommen zu einem speziellen Part von unserem Rüsespec. Und zwar werde ich jetzt mal alle Texturen, die wir bis jetzt gezeichnet haben, hier in Minecraft vorstellen. Denn das wurde in den Kommentaren gewünscht und deshalb mache ich das natürlich. Sehr gerne auch. Und ja, fangen wir an. Wir haben beim ersten Part den Amboss geändert. Das war, glaube ich, die allererste Textur, die wir geändert haben. Und die sieht so aus. Ich habe auf jeden Fall schon nochmal vor, die vielleicht 3D zu machen. Aber das könnte noch ein bisschen dauern. Keine Ahnung mehr, das ist alles so ein bisschen Arbeit. Und die Textur müssen wir dann sowieso ein bisschen überarbeiten. Aber ja, okay, dann gehen wir mal weiter. Ja, dann haben wir auf jeden Fall das Leuchtfeuer geändert. Soweit ich weiß, haben wir nur das da innen geändert. Und ansonsten besteht das sowieso nur aus Obsidian und einem Glasblock. Kann man aber alles mit 3D-Texturen noch verändern, falls mir das nicht gefällt oder so. Und dann haben wir auch noch das Bett, das möchte ich auch noch gerne irgendwann 3D machen. Und, naja, ich weiß nicht, ob das so toll aussieht. Das ist übrigens auch neu, dass man jetzt in der 1.8 da drüber gehen kann wie eine Treppe. Habe ich gar nicht gewusst. Dann haben wir hier den Bedrock. Und der sieht nicht schlecht aus, können wir auf jeden Fall so lassen. Bis auf das, dass wir da irgendwann mal ein bisschen was überarbeiten müssen. Das war ja alles noch früher, da war ich ja noch nicht so gut, ne? Das heißt, irgendwann, wenn wir dann mal mit den Texturen fertig sind, können wir auf jeden Fall alle Texturen nochmal angucken, kann man da was ändern und so weiter. Dann haben wir das Bücherregal. Das würde ich auch irgendwann noch gerne 3D machen. Ja, und der Braustand, den würde ich, denke ich mal, nicht 3D machen erstmal. Das ist richtig viel Arbeit eigentlich. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Und ach ja, und Flaschen. Wenn da Flaschen dranhängen, können wir auch gleich noch gucken. Das heißt, ich nehme einfach mal 3 hier raus und ziehe die da rein. Natürlich so. Und dann sieht das so aus. Ja. Und dann haben wir den Ziegelstein. Sieht eigentlich kaum verändert aus wie der normale, aber schon ein bisschen verändert. Und dann haben wir natürlich den Kaktus in 3D. Wir haben zuerst den Kaktus gezeichnet und viel später dann ihn 3D-Stacheln gegeben. Das war richtig viel Arbeit. Aber am Ende lohnt sich es doch. Und jetzt sieht er richtig cool aus. Und dann haben wir hier den Kürbis, ach nicht den Kürbis, den Kuchen. Sieht aus wie ein Kürbiskuchen und von unten hat er auch einen lachenden Smiley. Den haben wir auch sehr bald gemacht. Und hier haben wir schon die erste Animation. Und zwar die Karotten. Hat zwar nur 2 Bilder der Animation, ist auch nicht so besonders, aber das sind eben die Karotten. Hier haben wir den Kessel, von innen auch und von außen. Und hier ist dann auch noch Wasser drinnen. Und dann haben wir noch den Clay. Im Fluss wird er zu finden sein. Genauso wie den Kohleblock. Denn ich habe überhaupt keine Ahnung, wie wir den gemacht haben. So ein Style nehme ich eigentlich kaum, aber ja, so ist der Kohleblock. Und dann haben wir noch die Diamantrüstung, die was ich gerade angezogen habe, nicht mehr. Hatte ich eigentlich an, die haben wir auf jeden Fall auch geändert. Können wir nochmal anziehen schnell. Ja, so sieht die Diamantrüstung aus. Die Items haben wir noch nicht geändert, aber die Diamantrüstung sieht auch ein bisschen komisch aus mit meiner Weihnachtsmütze und dann einem Diamanthelm drüber. Aber ja, dann diese Schulterblättchen hier, das ist dann eben die Tierrüstung, sieht aus wie ein Arbeitshemd eigentlich. Naja, und hier haben wir das Tierschwert, das kann ich auch mal in die Hand nehmen, da muss ich erstmal F1 rausmachen. So sieht das Tierschwert aus, das sah, fanden ja viele Leute eigentlich gar nicht so schön, aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn das, und die sagten alle, ja, sieht aus wie eine Kröte. Ja, kann sein, vielleicht ändern wir es auch einmal, aber naja, mal gucken. Ich wollte außerdem sowieso bei Diamant immer so ein Glänzen einfügen bei den Items als Animation. Nun ja, und hier haben wir den Creeper-Kopf erstmal und dann natürlich noch ein erschaffe Creeper-Ei, damit wir den natürlich dann im einfachen Spielmodus angucken können. Ja, so sieht der Creeper aus, der guckt uns jetzt die ganze Zeit an. Ja, toll, ich will dich von hinten sehen, hallo. Ja, dann gehe ich eben drüber. Gut, ja. So sieht der aus. Und ja, dann mache ich die Slimes wieder aus. Dann haben wir natürlich noch den Bogen mit dem Pfeil. Den Bogen haben wir eigentlich im Grunde nicht verändert, sondern nur die Farben, soweit ich weiß. Ja, so sieht der aus. Und wenn man dann schießt, natürlich dann. Genau. Und dann haben wir noch den Stein, genauso wie das Diamanterz. Golderz haben wir noch nicht verändert, Eisenerz genauso, Kohleerz. Das müssen wir alles noch machen. Ja, aber die Animation sieht richtig cool aus, wenn man das so glänzend ist. Finde ich auf jeden Fall ganz toll. Genauso eine Animation hat der Comment Block, dass der das so
ja, im Kreis dreht, kann man eigentlich schon sagen. Und dann habe ich hier noch das Inventar mir auch geändert. Das Inventar finde ich ehrlich gesagt nicht so gut für PvP, weil man die Items nicht sehr gut erkennen kann, mussten wir auf jeden Fall mal wieder ändern, dass das Inventar besser aussieht. Und hier haben wir die ganzen Holzsorten, plus Treppen und Stufen. Und hier sind die Blöcke. Ich mache das einfach mal hier weg. So. Gut, dann haben wir die ganzen Holzsorten. Dann haben wir natürlich noch die Erde und die habe ich jetzt extra da hochgestellt auf dem Block, damit da kein Gras wächst. Und auch noch die Erde mit Gras drauf. Und dann haben wir Glas gemacht, Connected Textures Glass. Das heißt, die Glasdinger sind verbunden, also normalerweise wäre hier jetzt ein Rahmen, so wie hier, nur sind eben mit Connected Textures, der Mod bei Optifine dabei, die Rahmen nicht verbunden. Ja. So sieht es dann aus, wenn man ein bisschen verzweigt. Also sieht alles exakt angepasst und so weiter. Ja, gut. Das Tutorial war auch ziemlich lang, soweit ich weiß. Und hier haben wir das TNT. Das finde ich ehrlich gesagt richtig cool mit dem Countdown. Habe ich bis jetzt noch in keinem Resource-Pack gefunden. Mal gucken, ob es dann noch irgendwann eins gibt. Aber der zählt von 60 auf 01, nee, 00 runter. Und explodieren tut es trotzdem nicht, aber sieht halt cool aus. Und hier oben haben wir natürlich dann noch die Zündschnur. So, dann haben wir das fließende Wasser. Das haben wir auch richtig lang gebraucht. Und die Lava müssen wir auch irgendwann mal ändern. Ja, und hier dann noch das stehende Wasser. Das ist eine 32x32 Textur. Muss ich irgendwann mal ändern, weil hier ist mal ein Fehler überlaufen. Ist vielleicht geändert worden. Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber wenn wir das 32x32 machen, soll es eigentlich 16x16 sein. Stimmt aber anscheinend nicht. Dann kommen wir zur Pilzsuppe. Für Sub PvP und so weiter. Und die hat auch eine kleine Animation, dass hier so ein bisschen Suppe runtertropft. Genauso dann natürlich die Schale ohne Animation. Und was haben wir hier drin? Genau, die Dorfbewohner, das war jetzt wegen der Partikel. Das gucke ich auf jeden Fall noch an, weil die Dorfbewohner haben ja natürlich. Gut, dann hört ihr gleich noch die Villager Soll Sounds. das? Ich werde dich anzeigen. Soll das? Aber hier dann Oh, eben ich habe die geschlagen. Critical Soll Hit Partikel. das? Ich werde dich anzeigen. Au! Ich werde dich Soll anzeigen. das? Ich werde dich Oh, das ist anzeigen. Gut, das sind die Langweilig. ganzen Villager Sounds. Die werden dann, ja, haben wir auch geändert auf jeden Fall. Und was haben wir hier? Melo. Ah ja, stimmt. Gut, dann muss ich mich dann Game Mode 0 machen. Was haben wir hier? Okay, slash Game Mode 0. So, dann hole ich mir hier einen Hungereffekt. Okay, denn ich muss natürlich schnell mal Hunger verlieren und dementsprechend auf einfach stellen, damit wir jetzt den Rülpsound und den S-Sound hören können. Ich finde das einfach das Beste an meinem Resource-Pack, einfach mal so einen richtig fetten Rülpsound eingebaut. Da habe ich auch extra was getrunken, glaube ich. Also kein Alkohol, natürlich Wasser. So, hier haben wir Cobblestone. Den finde ich noch nicht so gut. Wegen den Farben müssen wir auf jeden Fall auch irgendwann ändern. Sieht eher aus wie so ein Clay Cobblestone oder so. Ja, und die Pilze wollen wir auf jeden Fall auch mal 3D machen. Aber so sehen die aus. Und dann haben wir auch schon an der Schriftart gearbeitet. So ein abgestückelte 0 bis 6 Zahlen müssen wir auf jeden Fall irgendwann weitermachen. Da gibt es ja einige, da gibt es ja noch alle Buchstaben, das wird auf jeden Fall ein bisschen dauern. Habe ich, glaube ich, in zwei Parts aufgeteilt. Und dann haben wir den Mossy Cobblestone. Und dann auch noch das Holzschwert. Ja, natürlich hier auch nochmal in Normalansicht. Dann die Diamant-Axt. Da sollten wir auf jeden Fall auch noch ein Glitzern einbauen. Okay, was ist das für ein Bug? Naja, ist anscheinend nicht 3D. Na, wie auch immer. Und dann haben wir das Redstone. Da haben wir auch eine Animation, soweit ich weiß, eingebaut. Aber nur beim Leuchtenden. Kann man das erkennen? Ja, da sieht man auf jeden Fall, dass das so ein bisschen aufleuchtet. Ganz leicht, wenn man genau hinguckt. So sieht das Redstone aus. Finde ich ehrlich gesagt richtig cool. Und die Enderaugen und die Enderperle finde ich richtig episch. Mit der Animation habe ich noch in keinem Resource-Pack bis jetzt gesehen. Auf jeden Fall richtig cool. Dann haben wir den Sand und dazu kommt eigentlich noch der rote Sand dazu, aber den habe ich später aufgebaut, weil ich habe das nach Parts und so weiter kopiert. Ja, sortiere meine ich jetzt den roten Sand. Genau, und
Dann haben wir natürlich hier noch Obsidian dabei. Das haben wir auch geändert. Sieht ein bisschen sehr lila aus. Aber passt auf jeden Fall. Ist, glaube ich, der normale Stein in lila. Und dann haben wir die Glasflaschen, was wir eben schon beim Braustand gesehen haben. Dann die Tränke und die Wurftränke. Dann kommen wir zum animierten Gras. Kann man kaum erkennen, aber passt auf jeden Fall so. Und dann kommen wir zu der 3D-Textur der Leiter. Richtig gut auf jeden Fall gemacht. Ich lobe mich selber. Aber finde ich auf jeden Fall sehr gut mit den Brettern. Es ist praktisch eine, ja, Bretterleiter. Und dann haben wir hier noch die Hexen. Ja, die haben wir auch geändert. Das war, glaube ich, der zweite Mob, den wir geändert haben. Ne, der dritte. Der Enderdrache kam noch vorher, den muss ich extra zeigen, damit ich die Welt nicht kaputt mache. Und hier haben wir die wunderschöne, süße kleine Hexi. Und natürlich auch noch mit Partikel, ne? Die wirft mir jetzt zu, oder was? Gut, dann mache ich schnell wieder auf friedlich. Dann kommen wir hier zum Fisch, der ist gebraten und der ist noch lebend. Beziehungsweise geangelt. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr toll, die Textur wurde auch richtig gelobt von mir. Dankeschön. Und hier haben wir die Lederspitzhacke. Und die müssen wir auf jeden Fall auch noch animieren, genauso wie alle anderen Tierwerkzeuge. Dann kommen wir zu den ganzen Spawn-Eggs. Hier habe ich nicht alle aufgelistet, aber einige Pokémons praktisch. Weil das sind ja Pokémon-Eier. War auf jeden Fall eine coole Idee, habt ihr auch gesagt. Ich danke dafür. Und den Stock, der was nirgendwo so schräg ist wie in meiner New User Spec, nicht Spaß. Aber auf jeden Fall der, sonst ist er immer stockgerade und hier sind halt noch ein paar Äste drauf. Passt auf jeden Fall. Auch für Aura PvP richtig cool. Und dann haben wir natürlich noch von da hinten den roten Sand und den, ja, der ist Tropenholz. Tropenholz, ja. Genau, das was ursprünglich eigentlich das normale Holz werden sollte, aber dann zum Tropenholz umgewandelt wurde. Und hier die Spitzen haben wir noch nicht gemacht, aber ja, gut. Dann haben wir hier noch zu allerletzte die Samen, die Spaß. Hey, warum habe ich... Ah ja, stimmt. Ich habe dir da Samen reingelegt, weil ich die... das Aufsammelgeräusch natürlich noch vorstellen wollte. Genau. Und da hinten habe ich auch noch was vergessen. Und zwar haben wir auch mal Custom Sounds gemacht. Das habe ich glatt vergessen. Und zwar haben wir hier zwei Custom Sounds gemacht. Apfel. Genau. Also Apfel. Einmal den Apfel. Birne. Und einmal die Birne. Der Hülpster gehört nicht dazu. Und dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Sound gemacht, dass man die Früchte... Das nennt sich die Früchte und da wird eben zufällig entweder Biene oder Apfel abgespielt. Ist in Minecraft Survival Modus nicht verwendbar, aber zumindest beim Map Making Dinger. Und ich würde sagen, ich hoffe, ich habe euch den Wunsch erfüllt. Ich weiß gar nicht, wie viele Blöcke das sind oder insgesamt Texturen, aber es ist auf jeden Fall eine lange Reihe. Und ich denke schon, dass wir da noch bis zu Folge 1000, wenn ich mich nicht irre, brauchen werden, weil immer wieder was Neues dazukommt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Folge 100 und ich hoffe ja auch, es wird auf jeden Fall ein episches Special kommen. Und jetzt habe ich wirklich zwei Specials hintereinander gehabt und jetzt wird es auch mal wieder Zeit für normale Sachen. Mal gucken, was wir da als nächstes machen und das könnt ihr mir in die Kommentare, ja, vorschlagen, was ich machen soll. Und somit haut rein, guckt das letzte Wizard Pack an, ciao und bis zum nächsten Mal.